So, Batterie war leer. Ja. Diese Batterie, die halte aus ungefähr 24 Stunden Aufnahme, Dieter. Da muss man sie wieder 4, 5, 6 Stunden aufladen. Ich habe 6 Paar davon. 2500 Milliampere. Oho, Johnny Travolta. Johnny. Was ist denn? Komm her. Komm her. Ja, was ist denn? Hey. Ja, Johnny. Geh mal, halt nicht spielen. Ja, der Johnny. Der Johnny mag mich mehr als ein Chef. Ja, schauen wir mal, ob mein Vierte. Ihre Solz. Hey, du Pfeife! Ja, schau mal, das gibt's ja gar nicht. Woher hast du das Fahrrad her? Gefunden. Jetzt hör auf, komm. Ein Cube hast du gefunden? Cube? Ein Cube, das kostet über 1000 Euro. Nein, das hast du gekauft, komm. 2 kostet das sogar. Ja, aber gefunden hast du es nicht. Hauptsache. Du hast das Fahrrad für 2200 Euro gekauft. Also 2000 habe ich gezahlt. Also, Italiano Tomondo, es gibt Wahnsinnige im Waldkreiberg, aber das ist der größte Wahnsinnig. Der hat sich für 2200 Euro angeblich sich ein Fahrrad gekauft. Welches Fahrrad ist schöner, das da oder meins? Was ist deine Meinung? Schneid mal weg.
Hock die drauf und fahr runter, aber die gebe ich nicht an Post ab. Nein, hey, ich kenne die Fahrräder, ich kenne die Fahrräder. Lang schon, viel Fahrrad, weißt du, jeden Tag fahre ich notgezwungen bestimmt 20 Kilometer. Das ist jeden Pfennig wert. Ja, du, allein der Reifen, der kostet über 120 Euro, weil er nämlich vom Schwalbe ist. Ja, das kann sein. Ja, und aber die Bremsen sind halt hammergeil. Ja, Scheibebremse, das ist das Ferrari unter den Mountainbikes. Was machst du mit dem Scheiß eigentlich? Du musst da Geld verlangen, ey. Krieg Geld dafür. Du kriegst Geld dafür, so wie du ausschaust. An alle Weiber im Internet, gefällt euch der Typ oder mich? Ich hau ab, Mann. Wenn mich anrufen, melde. Alles klar. Italiano tutto mondo, also das war ein ganz guter Freund von mir, den kenne ich schon seit 10 Jahren kenne ich ihn. 10 volle Jahre. Als ich noch mal Greiber gekommen bin. Oh Jesus, nein. Da war er einer der. Da hat er noch ganz volles Haar gehabt, wie Jimi Hendrix. Ganz volles Haar. Jetzt hat er sie leider abgeschnitten. Ein netter Kerl, er arbeitet beim Nitro, glaube ich. Beim Nitro, das ist ein Werk. Nitro, warte mal. Auf jeden Fall hat er einen super Job. Noch. Er hat wirklich einen super Job. Deswegen kann er sich auch Fahrrad kaufen für 2200 Euro. Ich habe mir einmal in meinem Leben mal ein Fahrrad gekauft, das mal. Das hat mal 5400 Mark gekostet. Und war das? Es war ein spezielles Rennrad mit Triathlon-Umbau. Da habe ich einmal im Jahr Triathlon gemacht, für jedermann. Dann habe ich mal auf dicke Hose gemacht, habe ich mal ein geiles Fahrrad gekauft. War damals vielleicht 10 Kilo schwer. Vielleicht weniger. Ein Kumpel. Ja, das war 1992, 93, das war 94. 94 haben wir das Fahrrad gekauft. Extra für Triathlon-Umbau. Wir haben da so Vorbau gehabt. Also ich erkläre das für diejenigen, die nicht wissen, was Triathlon ist. Oh, da kommt jetzt einer vorbei, schwer kriminell aus Waldkreiburg, aber den filme ich nicht. Darf ich dich mal was fragen? Okay, den kann ich euch fragen, aber ich filme ihn nicht. Wie sieht die Zukunft aus? Nein, sag. Dreckig? Das heißt also im Grunde genommen, man muss zum Krimineller werden. Also Klicker, damit du es gleich weißt, du kannst mal am Arsch lecken. Ja. Was haben wir denn hier? Ich habe nichts gefilmt. Wo bin ich denn geblieben? Also Triathlon. Fahrrad für Triathlon, da hat hier zusätzlich, hier am Lenkrad, hier so im Vorbau. V-Form, so, damit man die Hände so hinlegen kann beim Fahren. So, das war's. Mehr muss ich nicht erklären. Ja. Ja, das schöne Fahrrad, auf jeden Fall. Jemand hat es auf dem Gewissen. Ich habe es jemand ausgeliehen, ich sage keinen Namen. Jessica. Ja. Und dann war das Fahrrad weg. Ja, liebe Jessica, wenn du diesen Film sehen solltest, ich krieg von dir noch was, gell? Ich vergesse so schnell nicht.